nicht weit, in einer alten und feinen Mietwohnung, sind die Lichter gedimmt, Kerzen sind einzeln aufgestanden. Man sieht verschiedenste staubige Bücherregale. Man sieht auch einige Zettel und Gemälde von Personen, die mal gelebt haben oder vielleicht noch leben. Und die Kamera zoomt auf ein Bild herein einer Frau aus den 20ern. Und die Frau bewegt sich, während wir noch weiter einen Tisch sehen mit einem Ouija-Board und vier Leuten drumherum, wovon einer anfängt zu sprechen. Wenn jetzt dein Geist hier ist, so soll er sich melden. Geist, kannst du uns hören? Niki, was machst du? Ich habe schon hundertmal gesagt, dass sie diesen dramatischen Blödsinn lassen soll. Und ich schreite um den Tisch. Relativ unbekümmert, weil ich weiß, dass man mich nicht sehen kann. Und lege einen Finger auf das Ouija-Board. Ja, auf das Hexenbrett. Und schubse die kleine Holzplakette, die oben drauf liegt, in die Richtung vom Wort Ja. Wow! Und so drei Leute, die quasi in dieser Seance noch teilnehmen, sind so, oh mein Gott, hast du es bewegt? Nein, ich hab's nicht bewegt. Ich gehe Richtung der verdunkelten Fenster und streiche einmal mit meinen Händen dramatisch über die Vorhänge. Was war das? Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist ja ein Geist! Okay, wir müssen jetzt natürlich noch schauen, ob es euer Onkel ist und schaut so in die Richtung von dir. Was war denn die Lieblingsspeise von eurem Onkel? Ja, wir haben immer zusammen Lasagne gegessen. Geist! Sag, wie stehst du zu Lasagne? Komm schon. Ist das dein Ernst? Ja, das ist mein Ernst. Los, komm. Ich lege meinen Finger wieder auf das Brett und bewege die Holzplakette von Buchstabe zu Buchstabe, Stück für Stück, bis der Satz ausbuchstabiert wird, kann man essen. Das ist das größte Kompliment, das ein Deutscher irgendeiner Speise geben kann. Also. Sie sind erst so ein bisschen verwirrt und deine Enkelin setzt dann ein, das ist die Verbindung. Also in der Nachwelt hat man nicht so eine gute Verbindung und manche Sachen gehen einfach verloren. Geist, höre von deinen Nachfahren die wunderbaren Nachrichten, die sie dir noch sagen wollten. Und vor allem so eine ältere Frau fängt an zu weinen und packt dann die Lebensgeschichte aus. Der Mann, ein bisschen so, sehr so geschützter, fängt aber trotzdem an, sentimental zu werden und redet. Und nach so 10 Minuten ist die Seance dann beendet. Und dramatisch setzt Katharina auf. Oh, jetzt ist die Verbindung weg. Nächste Woche wieder. Ich habe noch einen Termin um 3. Dann können wir das machen. Und die Bezahlung wird gehandelt. Und Katharina macht die Vorhänge auf. Ja, dann bis nächste Woche. Tschüss. Kann man essen? Wirklich?